Los! Komm! Hast du? Ja, Peter, da musst du hin, mein Junge. Ja, also, da musst du raus, da habe ich dich alles umgemüht. Ja, ich glaube, dass wir über alle Maßen verdient gewonnen haben. Wir haben eindeutig mehr fürs Spiel gemacht. Wir waren die aktivere Mannschaft. Wir haben uns einfach mehr Chancen herausgearbeitet. Hingegen Gödens, ich kann mich vielleicht an eine kleine Möglichkeit erinnern, wo unser Torwart mal eingreifen musste. Und von daher absolut verdient gewonnen. Ja klar, also wir haben jetzt die ganz große Möglichkeit in den nächsten beiden Spielen gegen Wangerland und Obenstrohl, ohne den Gegner natürlich abwerten zu wollen, den Deckel drauf machen zu können. Und ich glaube, es ist eine Vorentscheidung gefallen und die Mannschaft hat jetzt bewiesen, wie stark sie sein kann, wenn sie nach so einem Nackenschlag, den wir letzte Woche erlitten haben, gegen den WSC Frisia wieder zurückkommt und so ein Derby dann hier vor so einer großen Kulisse zu gewinnen, war schon aller Ehren wert und ich glaube, das war die Vorentscheidung. Leistung mache ich so wie die Profis, da äußere ich mich nicht zu. Wir haben das Spiel gewonnen, das freut mich und ich glaube, der Schiedsrichter hat keinen benachteiligt. Irgendjemand herauszuheben heute? Ich glaube, dass der Dennis Rehbein, der heute ein Tor geschossen hat, in der gesamten Saison viele, viele Tore vorbereitet und immer zu mir kommt und sagt, Trainer, Mensch, ich würde selber gerne viel mehr Tore schießen. Ach, den möchte ich hervorheben. Ja, mehr kann ich nicht mehr sagen. Ja, also dieses 2:0 oder das 0:2 aus unserer Sicht ging vollkommen in Ordnung. In der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel noch offen halten mit vielen Nicklichkeiten auf beide Seiten.
ein Schiedsrichtergespann hätte ich mir ein bisschen mehr Akribie gewünscht und auch mehr Übersicht in dem Spiel, ab und zu ein bisschen mehr Schärfe reingebracht. Wir gingen dann mit einem 0:0 auch in der Pause, was auch verdient war, kamen aus der Pause raus. Was mir dann unter uns gar nicht mehr so gefiel, die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen wurden immer größer. Dennis Rehwein zog nach und nach mehr sein Spiel auf und hatte auch die eine oder andere Möglichkeit. Dann das 1:0 etwas glücklich, aber wiederum auch verdient durch Herbrand, der also die Lücke zwischen Pfosten und unseren unglücklichen Handschuh gefunden hat. Und wo das Ding dann reingehen für Torwart unhaltbar, dann haben wir etwas mehr geöffnet, das Spiel. Aber letztendlich kriegt man den Zugriff nicht mehr drauf. Sande hat dann clever auch gespielt, so ein bisschen die Zeit dann auch verzögert, dann auch regelmäßig wieder Gas gegeben, immer auch wieder in die Tiefe gespielt, immer wieder versucht, den Rehmann ins Spiel zu bringen, der aufgrund seiner Schnelligkeit noch die eine oder andere Möglichkeit hatte, was er dann auch zum 2:0 folgerichtig dann auch eingenetzt hat. Und das war letztendlich auch der Todesstoß für uns. Das ist allerdings schade, weil es über den dritten Tabellenplatz wohl hinaus nicht mehr gehen wird. Gratuliere auf diesem Weg von Herzen meinem Freund Pöttke und seiner Mannschaft. Hut ab, was er in dieser Saison geleistet hat. Und ich glaube auch, dass sie den Meister machen werden. Ich bin davon überzeugt. Ich hatte vor Wochen ja schon gratuliert und wünsche Ihnen dann auch in der einen Liga höher, sprich Bezirksliga, alles Gute. Zu unserem Spiel noch abschließend zu sagen, ich bin nicht böse darüber, dass wir 2:0 verloren haben. Wir mussten noch den einen oder anderen ersetzen. Es wurde auch ganz gut umgesetzt, aber letztendlich folgerichtig eben halt auch diese 2 Tore auch in der Höhe verdient. Nochmal Hut ab, Lars, mit deiner Truppe, alles Gute.